Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2. Hier erstmal durch die Reklametafel, gleich durch den Action. Hier gleich pure Action hier rein in das Gameplay rein. Und somit ist die Action auch nun vorbei. Ja. Oh, da oben, da links oben, auf der Straße haben wir ein Rennen. Da können wir mal kurz hingucken, was das sein mag. So, einmal hier. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Auch ein Ford Focus, irgendwas. Sieht aus wie die Sport Edition hier. Weiß nicht, wie nennt sie sich? Bin ich ganz sicher. Ford Focus RS 500, okay. Ich hatte immer bei Ford irgendwie ST irgendwie im Hinterkopf. So, wir mal anschauen. Ja, sieht ganz schick aus. Aber ich würde sagen, dadurch, dass da vorne ein Rennen war mit dem Raptor, einmal kurz umdrehen und... Jo, dann gleich wieder in den Raptor rein. Können wir nämlich mal kurz schauen, was das für ein Rennen da war. So, jetzt ist ja gleich hier vorne. So, was haben wir hier? Ein Rundkursrennen, aber auf schwer. Okay. Schauen wir mal da rein, was haben wir hier? Mittelrundkursrennen, Mittelhinterhalt, Schwersprintrennen, Schwerrundkursrennen. Okay, aber was ist das Hinterhalt? Wir haben Rundkurs nach Mittel. Hier Hinterhalt. Was ist Hinterhalt? Weiß ich jetzt nicht so genau. Deshalb schauen wir uns das mal gleich an. 4,5 Kilometer haben wir da vor uns. Okay. Hinterhalt. Das sagt mir jetzt mal gar nichts. Also werden wir das gleich erfahren. So, wir sind gerade im Gegenverkehr. Na, hier kommen wir rüber. Oh. Warte. Da. Oh. Da habe ich was Schönes gesehen. Und zwar Mitsubishi. Sicherlich Lance Evolution. Oh yeah. Einmal kurz reinspringen, damit wir ihn auf der Karte haben. So, und zwar den Evolution X. So, wenn wir den mal anschauen können, ist wirklich persönlich gesehen mein Lieblingswagen. Also der sieht so vom Style und so richtig geil aus. Der gefällt mir. Den würde ich auch in echt gern fahren. Aber wir wollten ja mit dem Raptor Hinterhalt mal anschauen. Und deshalb springen wir wieder rein. Also mit dem werde ich mal ganz sicher mal fahren in dem Let's Play noch. Weil das einfach meine Lieblingskarre ist. Und yo, jetzt wissen wir ja, wo er steht. Ich tue wieder hier den Hinterhalt rein. So 3,9 Kilometer. Ich bin zurzeit am Überlegen. Wir sollten am besten einen Wagen, der ganz gut ist. Zurzeit wäre es eigentlich wohl der Lamborghini Gallardo. Dass wir den ganz hoch tunen, also die ganzen Rennen machen und somit die ganzen Tuning-Teile freischalten und den dann halt für die Most Wanted-Rennen benutzen. Und halt jetzt zum Beispiel, wo ich den Raptor benutze, wir müssen ja schon die Speedpoints machen, dass wir da halt randommäßig irgendwelche Wagen nehmen und die Speedpoints dafür freischalten und dann mit dem Gallardo oder vielleicht, wenn ich irgendwann mal einen besseren finde oder vielleicht weiß ich, die Maserati, weiß ich jetzt nicht, wie gut die sind, dass wir damit den ganz hoch tunen und damit die Most Wanted Rennen machen. Halt zwischendrin zu den nächsten Most Wanted Rennen halt immer mit den anderen paar hier fahren, gerade mit dem Raptor oder so. So, entkommen, sehr gut. Da wäre gerade noch ein Kopf gekommen, aber egal. So, aber wir sind ja gleich da sogar. Fast nur noch ein Kilometer. Dann kann man mal schauen, was hinter halt ist. So, einmal hier reingecrashed. Okay, keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. War sehr schwer auszuweichen. So, gleich sind wir da. Noch eine Kurve oder zwei. Oder, ach komm, man, hier mal eine Abkürzung. hier wäre ein Schild. Oh, hier ist ein See oder ein Fluss. Jo. Ah, dann nehmen wir doch lieber die Brücke, bevor wir eine Runde baden gehen. So, einmal hier, ja. Die Brücke ist ja ganz dünn, kommt man nicht durch. So, und hier oben in der Mitte wohl, oder wie? Ja, schon mal ein bisschen langsamer hier. Wow, hallo, warum fliegt ihr so? So, hier haben wir Hinterhalt. Dann schauen wir mal. So, was haben wir hier? Liberty Park. Einmal langes Getriebe und verstärktes... Ich will es gar nicht mehr aussprechen. Also, ich weiß selber nicht, wie man es ausspricht und... Ihr seid euch auch nicht einig, also keine Ahnung.
Okay, was war das gerade von der freaky Einleitung hier mit der Pyramide und so? Hallo? Das war jetzt aber nicht echt, oder? Nicht, dass so plötzlich so eine Pyramide auf mich zugefallen kommt. So, und ich soll hier eine Zielzeit. Okay. Alles klar. Oh, die verfluchte Tankstelle. Boah. Das war aber ganz schön eng, hey. Boah. Ah, na, nochmal nach hinten geschaut wegen der Tankstelle und schon einen Crash gebaut. Na toll. Hallöchen. So, lass mich mal hier entkommen. Na, come on. Alter, hey, die sind ganz schön aggressiv hier. Was geht denn bei denen ab? Ist ja auch mal cool. Und jetzt ist das Rennen vorbei, oder wie? So, mal kurz laden lassen, so. Ja, dann machen wir halt das gleich nochmal. War ja gerade ein bisschen chaotisch, der Anfang. Okay, das Intro schon auch. So, jetzt wissen wir in etwa, was hinter halt ist. Wir müssen innerhalb von 2 Minuten die Cops abhängen. Am Anfang habe ich zuerst gedacht, wir müssen 2 Minuten lang irgendwie halt rumfahren und nicht erwischt werden, aber wir müssen sie in dem Zeitraum abhängen. Hier steht, schüttel die Cops ab. So, und die Goldzeit wäre 2 Minuten. So, da ist wieder die Straßensperre dann. Ah, Stein. Hier war ein Stein. So, eigentlich wollte ich hier entlang. So, okay. Zwei sind, glaube ich, noch hinter mir, wenn ich das so richtig sehe. So, einmal ein bisschen nach links. Wow, geiler Drift. Sehr nice. So, und jetzt haben wir mal hier Vollgas. Vielleicht kann ich sie hier irgendwie abhängen. So, hier wieder durch das Schild. Aber das Schild hatten wir schon mal gehabt. So, einfach immer weiter geradeaus. Oh, einmal hier rein, okay. Alles klar. Oh, das sieht gut aus. Aber na toll. Ah, ganz knapp. Ah, super. So, okay. In der Flucht war sie, okay. Plötzlich haben sie den Sichtkontakt verloren. So, haben wir hier. Na, haben sie mich jetzt. Ach nee, jetzt ist noch gesunken und. Na, verdammt. Ja, okay, da vorne ist schon eine Straßensperre. Und da ist die Spannungsstufe schon wieder hoch. Na, toll. So, dann mache ich das Ganze vielleicht nochmal. Ah, Tankstelle. Ja. Wieder die verfluchte Tankstelle, das gibt's nicht. Und jetzt haben sie mich irgendwie eingegangt. Ich werde gleich auf neu starten. Das gibt's nicht. Die Tankstelle, ich. Ja, ich fick die irgendwann auseinander, gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich komme an der Tankstelle nicht heile vorbei. So, das Intro, das überspringen wir, das war ein bisschen komisch. So, aber ich würde mal sagen, die Taktik war gar nicht so schlecht, da vorne durch den Park zu fahren und so. So, wo waren wir nochmal? Hier sind wir gerade ausgefahren noch. Hier sind wir noch nach links gegangen. Oh, wieder der Stein. Ja. Oh, 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 oh. Damit können wir auch die verfluchte Tankstelle umfahren, weil die wäre da an der einen Kreuzung gewesen. So, einmal wieder hier nach links. Und wieder Nitro rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das nochmal so gut funktioniert oder nicht. So, einmal wieder einen schönen Jump hinlegen. Oh, der war. Der hebt gleich ab. Ich bin schon abgehoben. Aber auch egal. So, einmal hier. Wow, perfekt rein. Ah, ah, verdammt, ey. Ich am Anfang ein bisschen blöd rein und dann so ein kleiner Schwenker und dann. Ja. Das hat erstmal nichts gebracht. Also ich würde sagen, dadurch, dass es doch eigentlich doch so gut geklappt hat, bis auf den Crash, probiere ich das nochmal, weil die Taktik an sich war, glaube ich, nicht schlecht. Könnte ich mal sagen. Wie gesagt, alle guten Dinge sind 3. So. Also, vor der Straßensperre wieder links, genau hier. So, diesmal nicht an den Stein. Aber dafür hier ein bisschen an den Zaun. So, okay. Wieder 2 Cops. So, hier wieder links und wieder Vollgas. So, ein bisschen sparen noch. Damit wir hier noch schön jumpen können. So, und. Ja, sehr schön. So, hier müssen wir wieder aufpassen.
müssen wir so gut wie möglich gerade reinkommen. Genau so. Jetzt sind wir schon in der Fluchtphase. Okay, wo ist das hin? Rechts rum? Okay. Oh nein, der eine geht nach rechts. Na, super. Also die Grundtaktik an sich ist schon nicht schlecht, aber irgendwie fehlt es an der Feinarbeit. Ja, toll. Was war das gerade? Rechnung wieder gestellt. Na, super. Ich würde sagen, ich bedanke mich für's Einschalten, für Daumen, Kommentare und whatever. Wiederschauen und reingehauen.